Diese Klänge sind eine Wohltat in den Ohren der rund 400 Besucher dieses Sommerkonzertes der Trachtenmusikkapelle Eben. Es ist das erste Konzert seit 2019 und gleichzeitig der Abschluss der 10. Ebener Bildungswoche. Durchs Programm führt Josef Hirscher. Wir sind Helden ist das Motto und zieht sich durch den ganzen Abend. Es ist auch der Titel dieses Konzertmarsches. Dieser Walzer schließt an den Vortag an, sein Name Ebener Quantl. Es gibt auch Auszeichnungen und Ehrungen wie hier für zwei noch ganz junge Talente. Sie sind zwar noch keine Mitglieder, befinden sich aber in der Vorstufe zum bronzenen Leistungsabzeichen. Sieben Jugendliche erhalten das Leistungsabzeichen in Bronze und drei in Silber. Drei MusikerInnen können als Ersatz für werdende Mamas gefunden werden und zwei MarketenderInnen erhalten die Ansteckbranche. Geehrt werden auch mehrere Burschen und Mädchen für 10 Jahre Mitgliedschaft. Bernhard Pfister erhält die silberne Ehrennadel für 25 Jahre. Gerhard Pfister wird für 50 Jahre Zugehörigkeit zur Kapelle geehrt und Christoph Wohlschlager für 10 Jahre Kapellmeister. Was hält dich so lange bei der Musik? Was verbindet dich zur Musik, dass du 50 Jahre dabei bist? Als erstes Mal ist einmal die Kameradschaft. Einfach der Zusammenhalt in so einer Kapelle, so mit jungen Leuten. Und wo man so als Junger, ich war 13 Jahre, wie ich damals das erste Mal ausgeguckt bin, und ich sage jetzt 65 Jahre, also da ist schon ein bisschen was passiert. Und man kann einfach sich gar nicht vorstellen, wie so ein Zusammenhalt funktioniert in so einer Kapelle. Ich hoffe, dass ich noch eine Zeit lang das mitmachen darf. Und das ist auch das Schöne bei der Musik, einfach, dass die Jungen und die Älteren gemeinsam was Gutes auf die Füße stehen und gemeinsam die Freizeit verbringen. Und so wie beim Jackson, beim Gerhard, der ist ein Vollblutmusikant und richtiger Stütze bei uns in der Musikerbühne. Und das ist einfach irgendwie gut. Ich merke irgendwie, er lernt auch noch von den Jungen was und die Jungen natürlich auch von ihm. Und das ist einfach das Schöne bei der Musik. Die letzten 2 Jahre waren auch für die Ebener Musik sehr schwierige. Ja, wir freuen uns natürlich extrem, dass das wieder funktioniert. Es war während der Corona-Zeit schon ein bisschen zach, weil man hat überhaupt nicht gewusst und man hat halt testen und aufschreiben und alles mögliche. Es war echt schwierig. Aber jetzt ist es natürlich umso fescher, dass wir jetzt wieder unser Konzert machen haben können. Mitgliederschwund hat die Pandemie in Eben keinen gebracht. Nein, überhaupt nicht. Am Bezirk hat man da ein paar Sitzungen, oder? Weil ich gesagt, ja, das wird eine extrem schwierige Zeit und ihr werdet sehen, die Mitglieder, die was so Wiegelwogel sind, die sind alle dahin, aber das konnte ich überhaupt nicht sagen. Also wir haben das bestens überstanden und sogar Leute dazu gekriegt. Applaus ist das Brot der Künstler, sagt man. Nach 2 Zugaben gibt es Standing Ovations. Das war halt gewaltig einfach und so eine Wertschätzung, die man da kriegt. Wir haben jetzt doch das Konzert 2 Mal verschieben müssen. Wir haben gewisse Stücke jetzt echt schon lange probt und waren jetzt froh, dass wir es mal vor Publikum präsentieren haben können. Und war doch eine lange Probenzeit und da ist es natürlich schön, wenn man so einen Applaus kriegt und einfach ein Traum. Bruno Müller, Bildungswerkleiter, erhält für seine 38-jährige Tätigkeit den Ehrenring der Gemeinde Eben. Abschließende Worte zur 10. Ebener Bildungswoche kommen vom Bürgermeister. In Summe eine gelungene Veranstaltung, die gesamte Woche. Ich glaube, es hat gut gepasst. Und wir freuen uns, dass so viele Leute da gewesen sind, dass uns so viel besucht haben. Und heute über 400 Leute beim Sommerkonzert. Und ich freue mich, dass alles so gut über die Bühne gegangen ist und dass die Vereine so tatkräftig mitgearbeitet haben, dass einfach alles perfekt funktioniert hat.
Der neue Festsaal entspricht allen Erwartungen. So wird er künftig Schauplatz vieler Veranstaltungen sein, wie zum Beispiel Konzerten der Trachtenmusikkapelle eben.